Rolf Tepel, der sich Keter nennt, darf das Gelände am Eifelwall in Köln nicht mehr betreten. 10 Jahre lang war hier sein Zuhause. Das war der letzte Akt, als die Gerichtsvollzieherin mir angedroht hat, dass ich jetzt mit Polizeigewalt entfernt werde. Da habe ich diesen Griffbaum abgeschnitten und der ist jetzt mein Wanderstab. Im Juni 2015 ist Schluss für Ketan und seine Mitbewohner. Zwangsräumung. Auf der Baubrache, seinem Paradies, soll nun das neue Kölner Stadtarchiv entstehen. Bis ganz zum Schluss kämpfen die Paradiesbewohner für einen alternativen Lebensentwurf mitten in der Stadt. Ketan versteht sich als Künstler und Lebenskünstler. Wir haben ihn über viele Jahre immer wieder besucht. Wie kommt er jetzt klar mit seinem neuen Leben nach der Vertreibung aus seinem Paradies? Das waren 10 Jahre und als gescheitert kann ich es nicht ansehen, weil diese 10 Jahre und das, was dort passiert ist, was ich dort habe zeigen können, ich habe beweisen können, dass ein einziger Mensch durch eine veränderte Haltung mitten in einem total vermüllten Gelände in einer Stadt, die dem Abfall huldigt, ein Gelände so umgestalten kann, dass paradiesische Zustände wirklich sichtbar, hörbar und fühlbar wurden. Also von daher, es war ein voller Erfolg. Als wir Ketan das erste Mal treffen, 2011, wohnt er bereits im 6. Jahr auf der Brache am Eifelwall. Er nennt den Platz Paradies und träumt von einer besseren Welt. Geld vom Staat lehnt er ab, lebt meist von Spenden. Auf einem kleinen Gasherd wird gekocht. Wenn die Sonne scheint, gibt es auch Strom. Über ein paar Solarzellen. Im Winter wärmt ein Kamin. Es gibt kein fließendes Wasser. Seitdem ich hier bin, entsteht aus Abfall und dem, was Menschen mir bringen, was sie lieber eben herbringen und nicht wegwerfen wollen, entsteht hier dieser paradiesische Raum. Eine ewige Baustelle und Recycling pur. Am Haupthaus werkelt Ketan seit Jahren. Der Zufall gestaltet mit. Kreativ sein, das ist sein Lebensplan. Ketans Söhne Paul und Jonas sind Schauspieler. Erfolgreich, bürgerlich, mit eigener Wohnung. Ihren Vater, den sie oft besuchen, kennen sie nur so. Skurril, manchmal anstrengend, immer herzlich. Yeah! Wenn ich meinen Vater umarme und dann dieser Geruch, das, ich liebe diesen Geruch, das ist so ein Vertrauter, so ein. Also das entspannt mich total. Einfach so, ich kann meinen Papa gut riechen. Also auf jeden Fall. Für Ketan ist das Paradies ein Gesamtkunstwerk, inklusive tonnenweise Nägel. Die entstammen Altholz. Statt es zu entsorgen, lädt eine Firma es hier für Ketan ab. Ja, also ich meine, es ist vielleicht natürlich absurd, was ich hier mache. Ne? Alte Nägel sortieren und die dann auch noch putzen vielleicht und so. Die meisten Nägel hat Ketan gerettet, mit einem Magneten aus der Asche des Brennholzes. Wenn man so eine Kiste Nägel kauft, dann kann man ja keinen vom anderen unterscheiden. Und nach ihrem einmaligen Gebrauch hat er dann eben irgendeine bestimmte Form. Also die haben alle ihren Schlag weg. Sind alle gebeugt, gebogen, verzogen. Jeder ist dadurch ein Individuum geworden. Ketan macht meist das, wozu er gerade Lust hat. Er nennt es impulsgesteuertes Handeln.
Titan, altes Haus. Komm, Jürgen. Du bist das doch. Liebe macht frei. Ja, so. Okay. Jeden Samstag gibt es ein offenes Frühstück. Alle bringen etwas mit. Fotograf Jürgen, damals 85, kommt mit Brötchen und Aufschnitt. Ketan sucht ständig nach Gleichgesinnten, die leben wollen wie er. Ja, für mich ist das ja auch eine Pilgerherberge in einem gewissen Sinne. Es ist eine bestimmte Form der Gastfreundschaft, die ich hier etabliere und versuche aufrechtzuerhalten. Der lebt das, was er sagt und was er macht. Ja. Da kannst du dich drauf verlassen. Also hier gehen Leute ein und aus, ja, kleine Leute, große Leute. Das ist wunderbar. Ich dokumentiere das ja schon seit 6 Jahren. Ketan ist eher zufällig nach einer gescheiterten Beziehung hier gestrandet. Im Zirkuswagen lebt er seit über 30 Jahren. Er war 2-mal verheiratet, hat 4 Kinder. Seine erste Frau war gerade 20, er 25 Jahre alt bei Jonas Geburt. Paul kam knapp 2 Jahre später. Meine erste Frau hat nach 3 Jahren beschlossen, dass diese Lebensform doch nichts für sie ist. Dann habe ich gesagt, ja okay, ich wollte die Familie eigentlich nicht auseinanderbrechen lassen, dann lass uns ein Haus kaufen. Und habe da alles Mögliche in die Wege geleitet. Wir haben auch ein Haus gefunden und so weiter. Und ja, aber es ist in dem Moment dann auseinandergebrochen, als wir nämlich auch im Auto saßen, den Vertrag zu unterzeichnen, sagte sie dann mir, nee, sie wollte das also doch nicht. Die Kinder hatten zu mir dann eigentlich mehr so ein Ferienverhältnis. Also sagen wir so, ich habe meinen Vater einfach nicht so viel gesehen. Und wenn ich ihn gesehen habe, war das immer ein Riesenhighlight. Also wenn er uns besucht hat, wenn er mich abgeholt hat, dann waren diese Wochenenden, diese Zeit mit ihm immer sehr, sehr intensiv. Weil dann da der Zirkuswagen war und irgendwie, das war einfach Science Fiction, das war ein Märchen. Plötzlich steht da dieser Mann mit dem Bart und den Haaren und diesem Hund und diesem krassen, wunderschönen Wagen und liest Märchen vor. Ja? Also er hat dann Geschichten vorlesen. Das ist dann halt so cool. Also, ja. Mein Vater hat mir dann irgendwie monatelang so ein Indianerschmuck aus selbst genäht und gemacht. Und dann ist er mit mir irgendwann in den Wald gegangen an meinem Geburtstag. Das weiß ich noch irgendwo. Und dann lag der da irgendwie an so einem Moosaltar irgendwie. Ne? Da war ich noch ganz klein. Und dann habe ich diesen Indianerschmuck gekriegt. Und ich war halt total, ja, ne? Also es war ein selbstgemachter mit Perlen bestickt. Wunderschön. Das war sowas Besonderes, dass man dann wieder plötzlich unglaublich glücklich war. Also, ne? So eine Grundsehnsucht. Ich hatte immer eine Sehnsucht nach meinem Vater. Durchgehend. Darf ich kurz? Also, ja, also es ist wirklich ein durchgehendes Gefühl durch meine Kindertage. Ist mal mehr, mal weniger. Aber so eine. Ich war sehr oft sehr traurig. So, das war ein Gefühl, was mich begleitet hat durch die Kindheit. Oh, das ist. Also das ist so mit die schwierigste Zeit in meinem Leben gewesen. Also ne, diese Trennung von den Kindern, vor allen Dingen mit diesen ganzen Anfeindungen, mit den ganzen Jugendamtsgeschichten, ach meine Güte. Und für die Kinder war das auch nicht toll, das ist ja völlig klar. Ja. Das waren dann manchmal so Phrasen, die dann ganz schön hängen geblieben sind, wo er dann gesagt hat, zum Beispiel einmal, ich weiß nicht, irgendwie hatten wir einen Streit oder. Und er sagte dann irgendwie, ja, aber du bist nicht mein einziges Kind, das sind alles meine Kinder. Also so ein Satz, wo du als Kind eben total, also den kannst du gar nicht, den kannst du überhaupt nicht deuten, sondern der ist einfach, da ist das, was gesagt wird, ist das, was gesagt wird. So. Und dann war das eine unglaublich große Verletzung. Also es war eine unglaublich große, das habe ich nicht verstanden. So, ne? Waren halt viele Extreme dabei, so. In beide Richtungen irgendwie. Ketan wird 1956 geboren, in bürgerlichen Verhältnissen. Seine Eltern wohnen am Stadtrand von Köln. Der Vater ist jüngst verstorben. Mit seiner Mutter hält er bis heute Kontakt. Das ist nicht mein Leben, das ist unser Leben. Okay, fühlt sich ja wohl. Das ist die Hauptsache. Für mich ist das in Ordnung. Na? Tja, der eine so, der andere so.
Komm, Herr Jesus, sei unser Gast, segne, was du uns beschert hast. Genau. Ja, der Rolf, der war immer sehr lebendig. Überall ging der dran. Da machten die immer ein Wettrennen mit ihrem Töpfchen durch die ganze Wohnung. Ne? Mein Gott, das hatten die raus. Ja, und ich habe die so lange da drauf sitzen lassen, bis sie ihr Geschäft gemacht hatten. Das Dixi-Klo sponsert ein Förderer, genauso wie den Internetzugang. Guck mal, ich arbeite jetzt hier gerade an diesem Ort unter der Eiche. Jetzt setze ich da den Stein. Und das bleibt dann fest da, oder was? Also ich will hier zum Gespräch einladen. Du mich? Ja, dich alle eigentlich. Ach so. Das Paradies lockt viele Menschen, die reden oder hier unterkriechen wollen. Seltener sind Leute, die auch mit anpacken. Mama, du kam hier an, war so alt wie ich und hat mir so viele Geschichten erzählt, was er alles drauf hat, was für ein toller Typ er ist und wie er jetzt sozusagen als meine rechte Hand sich hier anbietet und eben einfach ab, ne, dass ich das Gefühl hatte, oh, endlich. Bisher sind hier die Kooperativkräfte noch nicht da, die wirklich also morgens früh aufstehen zum Beispiel. Und da sind ja einige dabei. Ja, und das sind natürlich unglaubliche Bremsen. So. Also was ich ja auch immer wieder mitbekommen habe, ja, dieser Kampf von Rolf. Einerseits dieses Offene und alle sind eingeladen und dann kommen aber doch auch Leute, die echt crazy sind und alles zerstören wollen und sich dann wieder abzugrenzen. Ja, und boah, also dieser Energieaufwand von Abgrenzung, der ist enorm. Um über den Konflikt zwischen Offenheit und Abgrenzung zu reden, hat Ketan an diesem Samstag seinen Freund und wichtigsten Förderer eingeladen. Den Kölner Kunstmäzen und Hotelbesitzer Werner Peters. Wie kann man ungebetene Gäste, die sich total respektlos verhalten, wieder loswerden, ohne selber respektlos zu werden? Und ich lebe nun mal schon 30 Jahre in der Welt, ohne meine Tür abzuschließen. Ich muss zusehen, wie hier wirklich die Ratten das Schiff übernehmen. Klauen? Lügen? Nee. Mit mir nicht. Ich habe hier nichts zu nehmen. Was soll ich hier nehmen? Rede nicht hinter mir. Ich bin immer fair gewesen. So bin ich. Und das ist Lüge. Und du hast, anstatt mir gegenüber loyal zu sein, bist du mit den Drogen und den Dealereien und diesen sozusagen Schmarotzer, bist du im Bunde? A white man, don't get me like that. White man. Weißer Mann. Kannst du mich nicht so runterkriegen? Ich kann das nicht mehr ertragen. Du solltest besser. Und ich habe gesagt, an diesem Platz wird nicht gesoffen. Du hast es immer wieder getan. Leute, wer mir hier noch mal besoffen reinkommt, er riskiert meinen Knüppel. Ich habe dir Gastfreundschaft gegeben. Ich habe dir Gastfreundschaft gegeben. Und ich sage dir jetzt und in diesem Moment, diese Gastfreundschaft ist hiermit und heute beendet. Du musst darüber nachdenken, wie weit also dein Ideal, deine Idealvorstellungen, wie weit die also auch noch verändert werden müssen. Von Frieden und Liebe und ich weiß nicht was alles. Nee, ich meine das ist wirklich nicht ironisch, sondern ich meine das ganz, ganz ernst. Ich habe hier mehrmals den Glauben an die Menschheit komplett verloren. Streit im Paradies. Das ist bis zu den Behörden gedrungen. Das Gelände gehört der Stadt Köln. Nachbarn haben sich beschwert. Heute kommt der Chef der Gebäudewirtschaft, Engelbert Rummel, persönlich. Herr Rummel. Ich grüße Sie. Hallo, Peter. Hallo. Ja, da sind wir wieder mal hier.
Wir haben gesagt, okay, der Ketan übt hier seine Aktivitäten aus. Solange sie nicht sich störend hier auf unsere anderen Mietverhältnisse auswirken, ist das zunächst mal okay. Aber wir wollten immer zum Ausdruck bringen, dass wir eben nicht eine langfristige Nutzung dieser Grundstücksfläche hier in Betracht ziehen. Solange sich die Stadt nicht einig ist, diese Verwahrlosung eben mit irgendwas Neuem zu bebauen, gehe ich in diese Kulturverwahrlosung und zeige, was man aus einem städtischen Grundstück herauskultivieren kann. So, und das hat man mir sozusagen gestattet. Ich habe das als eine Duldung gesehen, also auf der menschlichen Ebene, aber juristisch ist es keine Duldung. Die erste Erfahrung ist immer, dass eine illegale Nutzung meist weitere illegale Nutzungen nach sich zieht. Mehrfach hat das Amt unliebsame Bewohner aus dem Paradies verwiesen. Auch deswegen lebt Ketan in diesem Winter meist allein. Wie kann er andere finden, die seine Ideale teilen? Jetzt schau mal, weißt du, ist kulturell. Weißt du, wenn wir uns, meine Einladung, wenn die angenommen würde, dass wir uns einigen, dass wir sozusagen hier unseren Gesprächsort etablieren. Ich muss mit denen an Dingen kommen, die also für die Menschen interessant sind. Er ist ein sympathischer, schwieriger, aber doch außergewöhnlicher und von daher eben ein attraktiver Mensch. Wie soll man das beschreiben? Also wenn Sie zum Beispiel in jemanden verliebt sind, eine Frau oder so, dann können Sie vielleicht sagen, die ist ihr schönes Lächeln oder ich weiß nicht was. Beim Ketan ist es also so, mir gefällt also seine Andersartigkeit. Vielleicht ist das sozusagen eine stille Sehnsucht oder so ein Gefühl, dass ich also irgendwie mehr oder weniger doch ein ganz normaler Mensch bin und ein normales bürgerliches Leben führe und bewundernd davor stehe, dass also jemand es riskiert und wagt und auch durchsteht, ganz anders zu leben in unserer Gesellschaft. Ketan sucht den Kontakt mit Bürgern. Manche helfen ihm, andere laden einfach ihren Müll auf dem Gelände ab. Die Tonnen werden von der Stadt nicht geleert. Was hatte ich denn jetzt für eine Idee? Einfach anfangen, ne? Ja. Wir räumen Scheißdreck weg. Finde ich eine sehr sinnvolle Initiative, muss ich sagen. Köln-Putzmunter heißt das. Das vierte Mal, dass ich damit mitmache, mit dem Gelände hier. Ich habe mich eine Zeit lang der Liebesbeauftragte genannt. Ne? Ich fühle mich beauftragt, die Dinge, die ich in die Hand nehme, das, was ich tue, mit möglichst großer Liebe zu tun. Bradley, bring mal den Ball. Bring mal her. Ja, und so es gibt heute Neuigkeiten in diesem Sommer 2012. Daniela hatte von Ketan und seinem Paradiesprojekt durchs Internet erfahren. Sie hat ihren Job als Musikmanagerin an den Nagel gehängt und ist mit ihrem Hund Bradley in einen der Zirkuswagen gezogen. Du bist so ein Ding. Willst du mit mir losziehen? Abenteuer erleben? Du bist echt knackig. Seit Daniela, die alle nur Dan nennen, hier lebt, ist es merklich ruhiger geworden. Und ordentlicher. Und hierher bin ich gekommen nach einer Zeit der Überlegung. Weil ich meine, man überlegt ja dann schon so, willst du das? Willst du jetzt hier in so einem Zirkuswagen leben mit einer Dixie-Toilette und keinem Bad und keiner Dusche und all dem nicht? Willst du das wirklich? Ja, ich will das. Ich will das genauso. Weil was ist denn überhaupt Sicherheit? Also, ich habe in meinem Job zwar einen Arbeitsvertrag gehabt, aber keine Sicherheit. Also die einzige Sicherheit, die ich hatte, ist eine Kündigungsfrist. Und trotzdem bin ich behandelt worden wie Dreck. Also was ist Sicherheit? Hier habe ich eine viel größere Sicherheit, indem ich einfach menschlich eine Sicherheit habe. Ketan und Dan verstehen sich nun als Kreativteam. Ketan hat in diesem Sommer einen Stein im Weg, einen Granitblock auf eine Kreuzung gesetzt. Hier verbringt er eine Stunde täglich, 100 Tage lang. Dan dokumentiert das Ganze. Ketan will vor Großbauprojekten warnen und zum Innehalten aufrufen.
da müssen mehr Leute stehen bleiben und sich mal ein bisschen innehalten, ne? Und mal die Welt so an sich vorbeilaufen lassen. Das Ziel ist eigentlich, mit dem, was Ketan kann und mit dem, was ich daraus machen kann oder auf den Weg bringen kann, Geld zu verdienen. Aber nicht, damit wir uns dann ein schönes Haus bauen können oder ein tolles Auto kaufen, sondern diese Lebensform weiterführen. Diese Lebensform praktiziert Ketan seit über 30 Jahren. Dan ist angetreten, das Paradies neu zu organisieren. Wir sind die Herbergseltern. So, und seit kurzer Zeit wird das auch so gelebt, also unter klaren Regeln. Wer hier jetzt nicht, also nur um hier Schutt abzuladen an diesem öffentlichen Ort, der aber einen Lebensraum darstellt, geht nicht mehr. Dan hat ein Schild am Eingang angebracht. Im Paradies herrscht nun insgesamt ein strengerer Ton. Das können wir aber jetzt nicht alles auf einmal kaufen, weil wir bis Montag mit 100 Euro auskommen müssen. Ich hab jetzt so lange hier. Was war das? Ach so, die Plane, aber die will ich unbedingt haben. Weil das geht so nicht weiter, dass ich immer nasse Füße kriege. An einem Herbsttag sind Dan und Ketan bei einem Freund eingeladen. Und Bradley haben sie nicht mitgenommen. Die Kölner Feuerwehr hat keine Chance. Und von Bradley fehlt jede Spur. Am Abend kommen auch Ketans Söhne. Paul, hallo. Hey. Ich bin noch nie hier. Was genau passiert ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist alles abgebrannt. Also alles Wesentliche. Küche, Musikraum, mein Archiv, Computer, wahrscheinlich sogar der Hund. Was dann mit Abstand das Schlimmste ist. Die Brandursache ist bis heute ungeklärt. Der bedeutet mir so viel. Es weiß überhaupt keiner, wie viel mir dieser Hund bedeutet. Der war immer da. Da, wo alle mich im Stich gelassen haben, er war immer da. Und jetzt muss er so qualvoll sterben. In den folgenden Tagen bessert sich die Stimmung etwas. Viele Menschen bieten ihre Hilfe an. Also so, aber was jetzt passiert, du, ist einfach, ich gehe jetzt plötzlich hier raus, ich werde plötzlich von den ganzen Nachbarn, alle sprechen mich an. Die Angst ist vorbei, mit diesem Künstler mal einfach hier unter Dach zu sein. Das ist unglaublich. Ich bekomme Anrufe aus Riga, weiß ich woher, weil das im Internet und so. Ne, es kommt eine Welle der Hilfsbereitschaft. Der Nachbar hat uns jetzt dieses Zelt zur Verfügung gestellt, das bauen wir jetzt gerade auf. Also der Werkladen, ne? Da machen wir dann die Küche, dass wir hier weiter gastfreundlich, ne, wirtschaften können. Das Zelt soll als neues Wohnhaus dienen.
und ein Nachbar spendiert einen Stromzugang. Jetzt haben wir es. Ja, wow, hä? Schön. Ganz hoch, nee, ganz hoch. Ah, shit. Also als ich ja quasi direkt aufgetaucht bin, nachdem es passiert ist, war ich ein paar Tage lang zerstört, kann man sagen, innerlich. Und hab da sehr mitgefühlt, auch mit meinem Vater. Und jetzt ist es halt so, so dieses Aktivwerden, das tut ganz gut, aufräumen. Beim Aufräumen wird nicht nur der Schutt abgetragen. Paul fischt die Nägel aus der Asche und alle schauen, ob noch etwas wiederverwendbar ist. Ja, toll. Zwei Teile. Mit dem Wintereinbruch ist die Aufbruchsstimmung verflogen, mit der Ketan und Dan dem Paradies neues Leben einhauchen wollten. Der Schnee schmilzt. Aber das Paradies ist zum ersten Mal, seit Ketan hier lebt, unbewohnbar. Die Nachbarn haben den Strom wieder abgestellt. Im Zelt regieren die Ratten. Ketans Mutter bietet ihm an, so lange bei ihr zu wohnen, wie er möchte. Aber hast du saubere Hände? Nein. Ja, dann waschst du dir bitte. Ja, waschst du dir mal. Also sauber. Ja, okay, wirklich. Gut. Dann hier. Guck mit Schäumchen. Ja. Also, ne. Also, Horns, Rolf, mach. Guck mal, jetzt hast du dein ganzes Hemd wegkleckert. Nee, guck mal, ist nicht das Ganze. Nur da, da und da. Also alt und jung, meistens klappt das nicht. Oder man muss wirklich eine Etage für sich haben. Wirklich ganz abgeschlossen sein. So, hier mal auf die Türe zu. Aber nicht, wie Rolf ja auch die ganze Zeit auch gelebt hat. Jeder war, ist willkommen, ja. Stellen Sie mal vor. Und das ist nichts für mich. Mich interessiert, wenn ein Haus bauen, dann interessiert mich eine Architektur, wo alle Generationen ihren Platz haben. Ja, so ein Unendlichkeitshaus, wo eben die älteste Generation, die stirbt irgendwann, aber die jüngste findet trotzdem, weil das ein lebendiges Haus ist, weil Männer, Frauen, Alte und Kinder darin einen Platz haben. Das ist, so eine Architektur ist dafür nicht geeignet. Ich fühle mich ja wohl, das ist die Hauptsache. Ne? Man baut auch nicht für die Kinder. Habe ich auch mal gesagt, man ist doch nicht, das war hier mal eine Diskussion. Ja, und wie Weihnachten, habe ich gesagt, Rolf, hast du denn auch schon für die Kinder gesorgt? Ne? Da sind, ich meine, da ist, das wird, wenn ich mal nicht mehr bin, ist genügend da. Ja? Hat nicht jeder, ich habe nichts geerbt, groß. Jetzt kann man in der Zeitung lesen, all diese Bauherrenprojekte wie dieses, will heute kaum noch jemand sowas haben. Na, hier unser Haus, ach, hier stand es schon hier vor der Tür. Oh, ich habe gehört, Sie wollen das Haus verkaufen. Das glaubst du ja gar nicht. Mal, hier geht das schon wieder raus. Ja, das stimmt, tatsächlich. Ich habe hier einmal nur mal, mein Mann wollte mal nicht, da wo der, war der noch. Sehen Sie, so ist das. Direkt weg. Ketan hält es nur ein paar Tage bei seiner Mutter aus. Den Rest des Winters verbringt er in einem Wohnmobil, das ihm ein alter Freund geliehen hat. Dan arbeitet nun erfolgreich für Ketans Mäzen Peters in dessen Hotel. Sie ist aus dem Paradies ausgezogen und führt wieder ein bürgerliches Leben. Wenn ich nicht die Möglichkeit bekommen hätte, hier mich einzubringen, glaube ich, wäre ich ganz schön abgestürzt. Inzwischen.
ohne Aufgabe, weil das ist etwas, was für mein Leben extrem wichtig ist. Ich brauche eine Aufgabe. Und nur darum zu datteln und zu gucken, heute ist ein neuer Tag, geht mit mir nicht. Was die Paradiesgeschichte betrifft, ist, ich hatte mich da ein Stück weit verlaufen. Im Frühjahr 2013 zieht Ketan zurück ins Zelt. Hin und wieder hat er Strom. Die Brandstelle ist noch nicht geräumt. Er ist oft überfordert, so alleine im Paradies. Dan ignoriert ihn. Die tut so, als ob das alles nie gewesen wäre oder so. Doch auf seine Söhne kann Ketan zählen. Sie räumen auch noch die letzten Brandreste weg. Ja, ich buddel die Knochen aus von Bradley. Der Hund von da an. Oh, fuck. Bradley findet seine letzte Ruhe auf einer Wiese am Rande des Paradieses. Mit seiner Mutter hat Ketan sich längst wieder versöhnt. Sie traut sich erstmals an die Brandstelle. Mein Gott, das ist ja furchtbar. Man kann aus den alten Materialien wunderschöne Sachen machen. Wahnsinn ist die traurigsten Geschichten da. Die Trommel, die war 120 Jahre alt, aus Afrika, mit einem Sound. Und hier die Harfen, ne? Oh. Das ist dann der Sound, der da übrig bleibt. Diese Mutter steht noch immer, ja, selbst in dem Alter und mit meiner immer noch verrückten Lebensform, steht immer noch zu mir. So, also wer kann das schon von sich sagen? Das finde ich, ist ein seltenes Phänomen. Ja, furchtbar. Rolf, du willst halt wirklich noch weitermachen hier. Ich mach jetzt anders weiter. Der hat sich dazu entschieden, dieses Leben so zu leben und lebt das auch so und ist immer wieder an den Punkt gekommen, wohin jetzt. Und dann hat er mit seinem Zirkuswagen und hat immer wieder irgendwo was Neues gemacht oder es ging immer irgendwie weiter. Also, und dann ist er ja selber auch so. Irgendwie hat man das Gefühl, so unverwüstlich. Fly so high. Jetzt hat Ketan endlich auch seine Nägel in Kunst verwandelt, hat sie in und vor einer Kirche ausgestellt. Im Sommer 2013 ist das Paradies wieder vollständig aufgeräumt. Es kommen neue Leute, die auch aufstehen und mit anpacken. Ketan erhält noch eine Chance. Er darf für mindestens ein weiteres Jahr bleiben. Die Stadt bereitet die immer wieder verschobene Baustelle vor und sperrt das Gelände. Aber damit kann Ketan gut leben. Das hat unglaublich viele Vorteile. Ne? Wir hatten jetzt hier wieder so einen psychotischen Vorfall vorgestern. Ne? Also das sind Dinge, da habe ich mich früher total schwer gegen wehren können. Aber dadurch, dass dann klar ist, ich kann da hingehen und kann sagen, so, die Person hat jetzt Hausverbot. 2014 blüht das Paradies noch einmal auf. Neue Leute und Tiere ziehen ein. Die Fotos von Ketans Freund Jürgen werden präsentiert. Auch andere Künstler zeigen Arbeiten. Die Stadt signalisiert, im nächsten Frühjahr soll endgültig Schluss sein. Doch noch gibt es Strom und Wasser. Ketan hat seinen alten Wohnwagen wieder bezogen. Im Spätherbst zieht Jonas ins Paradies. Das ist erstaunlich wenig, finde ich.
Also es war klar, das geht zu Ende. Und ich hatte das dringende Bedürfnis, meinem Vater noch mal richtig zu Leibe zu rücken. Also einfach so ein Vater-Sohn-Ding, weil ich wollte den noch mal richtig erleben. In seiner Welt, so in seinem Lebenswerk. Obwohl alle wissen, dass die Uhr tickt, bauen Jonas, Ketan und die anderen ein Theater im Paradies. Mit einem soliden Dach. Zum Abschied wollen sie dort eine Reihe von Stücken aufführen. Also ich meine, wir kommen jetzt zu Bilder, so buddhistische Mandalas, gell? Die buddhistischen Mönche, die dann so wunderschöne Mandalas machen über Tage, weiß ich nicht. Und in dem Moment, wo es vollendet wird, ich finde, das hat ganz viel mit dem Leben zu tun. Das Leben im Paradies wird zunehmend rauer. Monate vor dem vereinbarten Auszugstermin werden Bäume gefällt und geschreddert. Das bedeutet Stress, aber auch eine gemeinsame Aufgabe für Vater und Sohn. Manchmal war das wie in so einem Film. Ja, dann kommt da die Polizei, die Gebäudewirtschaft, ja, und bauen dir da wieder eine Schwierigkeit ein und legen dir da ein Hindernis in den Weg und du bist mit deinem Vater die ganze Zeit so papp, papp, papp. Ich weiß nicht, ob wir in unserem Leben schon mal so intensiv so viel Zeit miteinander verbracht haben. Doch noch vor der ersten Theateraufführung marschieren Dutzende Polizisten im Paradies auf. Zum Schutz der Handwerker, die das Dach des Theaters abreißen sollen. Kurz vor seiner Vollendung. Angeblich ist es instabil. Das nutzt nichts. Aber ich habe es noch nicht erlebt. Ja, ich weiß. Zeigen Sie mich an! Machen Sie! Das Theater bleibt ohne Dach. Nun sind für Ketan alle Vereinbarungen mit der Stadt hinfällig. Ich habe gemerkt, mich macht das verrückt. Also ich habe das richtig körperlich gemerkt. Ja? Das ist dieser Stress, der da entstanden ist durch den Druck der Stadt. Also was passieren wird, haben Sie mir heute schriftlich angekündigt. Wasser und Strom sind ab dem 1. Mai nicht mehr da. So, da bereiten wir uns gerade drauf vor. Wir machen gerade alle Fässer voll und so. Ich werde jetzt noch mal einen Freund fragen, ob er noch mal ein Stromaggregat uns ausleiht, damit wir noch ein bisschen Strom haben in der Zeit. Dann kann natürlich passieren, dass die Wachen vorne Anweisungen bekommen, keinen mehr reinzulassen. Und wenn einer von uns rausgeht, den auch nicht mehr reinzulassen. Davon gehen wir auch aus. Deswegen wird keiner mehr von uns das Gelände verlassen. Da habe ich gemerkt, ich bin da raus. Also ich pack das nicht. Mir ist das zu viel. Bis dahin und nicht weiter. Und ich konnte meinem Vater das vermitteln. Am 25. Juni 2015 räumt die Stadt Köln das Paradies und zerstört noch am selben Nachmittag alle Bauten, Möbel und Kunstwerke. Was soll ich machen, ne? Es ist so, ich kann nur dann sagen, okay, Verlust. Ich habe das betrauert, ganz sicher. Natürlich war das schwer, aber da habe ich ja festgestellt, ja guck mal, da kommt ein alter Freund, ist selber in Not, sagt und bietet mir an, hör mal, du bist in Not, ich bin in Not, tun wir uns zusammen, kommt was Notwendiges dabei heraus. Der alte Freund ist Jürgen, der über viele Jahre das Leben im Paradies fotografiert hat. Das ist der Ketan. Jürgen ist sterbenskrank. Bist du am Blumengießen? Ja. Aha. Mädchenauge. Ist das nicht eine Tagetes? Er hat Ketan eingeladen, bei ihm zu wohnen und ihn zu begleiten. Nee. Er ersorgt hier für mich, der ich nur noch einen Fuß vor den anderen setzen kann soeben und wie gesagt so am vor mich hinsterben bin, in einer unglaublich rührenden Weise versorgt. Ketan begleitet Jürgen bis zu seinem Tod im Juli 2016. Ein Jahr lang in diesem Haus im Bergischen zu leben, an diesem Teich, ich habe keine friedlichere Zeit erlebt in meinem ganzen Leben nicht. Es war ein Jahr im Prinzip kein Konflikt. Das ist doch schon prima. Drei Stück haben wir schon. Im Sommer 2017 hat Ketan das Eierplätzchen für sich wiederentdeckt. Einen kleinen Platz in der Kölner Südstadt. Morgens fegt er ihn, sammelt den Müll der vorherigen Nacht. Eins, zwei,
Dort und an diversen anderen Stellen in der Stadt hatte er vor einigen Jahren große Steine platziert, hatte sie von einer Baustelle gerettet. Heute stellt er sie um, schafft Sitzplätze für Begegnungen. Ein Paradies im Kleinen. Mich interessieren Räume wie hier, dieser kleine Weltplatz. Dieser Platz ist prinzipiell offen für Ereignisse. Man weiß nicht, wer im nächsten Moment hier auftaucht, was sich für Gespräche ergeben. Und das ist für mich der Inbegriff von Leben. Also dieses Unvorhergesehene. Das, was passieren kann, weil wir da sind. Weil er da ist, kommen auch andere Künstler zum Eierplätzchen. Ketan selbst hämmert aus den angesammelten Kronkorken seine eigene Währung. Eine limitierte Auflage davon hat er verkauft und unterstützt damit die Verschönerung des Platzes. Nicht alle Nachbarn sind begeistert. Es gibt ja viele Leute, die ihn total anstrengend finden und wahnsinnig stressig. Und kann er nicht bitte woanders hingehen? Gerade auch in der Südstadt jetzt mit dem Eierplätzchen. Gibt's ja durchaus ein paar Nachbarn, die das irgendwie stressig finden, dass er da jetzt auf dem Platz und so. Aber ich denke mir halt so, hey, irgendwie finde ich es auch geil. Also, ja, dass er sich nie unterkriegen lässt. Ketan kommt nicht täglich in die Stadt. Seit der Räumung lebt er auf dem Land. Das alte Paradies hat er hinter sich gelassen, abgehakt. Diese Form, so zu leben, dass die ja, ich weiß ja auch nicht, die stößt ja auf unglaublich viel Aversionen. Und das habe ich jetzt nicht mehr. Ich komme hier, bin einfach frei da. Und wenn ich merke, meine Kraft ist erschöpft, dann ziehe ich mich zurück und bin dann aber auch in einem geschützten Raum, wo ich mich wieder erholen kann. Ich habe ja verschiedenste schwere Katastrophen, also wirkliche Komplettverluste und habe dann das aber auch nehmen können und eben nicht den Mut verloren, ja, sondern, ja gut, jetzt bist du ja auch frei, jetzt kannst du dich völlig neu binden. Wir können alle träumen, jeder hat Fantasie, wie wünschen wir. Seit etwa einem Jahr lebt Ketan im Bergischen Land bei seiner neuen Lebenspartnerin Annette, einer Theologin. Mein Leben ist wunderbar. Ich bin hier ganz, ganz wunderbar aufgenommen und angekommen. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Nach 35 Jahren, ne, dieses Abenteuerleben, ausgereizt bis zum Letzten. Hat sich erfüllt. Ich habe da überhaupt keine, all diese Sehnsüchte, die in den jungen Jahren, ne, Freiheitsdrang und so weiter, die Freiheit, die ist in mir. Thank you.